Weeze liegt im Zentrum des Kreises Kleve in der Niederung der Niers, ungefähr 24 Kilometer südlich der Kreisstadt Kleve. Viele kennen Weeze durch das Techno-Musikfestival oder durch den lokalen Flughafen Niederrhein. Die Geschichte Weezes reicht weit bis in die Alt- und Mittelsteinzeit zurück. Der erste urkundliche Nachweis eines Teiles der heutigen Gemeinde stammt aus dem Jahre 855. Der im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstörte Weezer Ortskern wurde wieder aufgebaut und saniert und ist heute wunderschön. In Weeze war die Royal Air Force stationiert. 1999 zogen die letzten Briten aus Weeze ab. Einige Gebäude und das Royal Air Force Museum erinnern noch heute an vergangene Zeiten. Die spätmittelalterliche gotische Pfarrkirche St. Kyriakos liegt im Mittelpunkt der Altstadt am Kirchplatz. Die Niers verläuft durch den Ort Weeze. An langen Strecken am Niersufer gibt es Rad- und Wanderwege. Die Niers ist auch mit Paddelbooten befahrbar. Direkt in Weeze gibt es einen Bootsverleih. An der Niers gibt es mehrere Naturschutzgebiete. Ein Teil des Jakobswegs verläuft parallel zur Niers von Goch bis nach Weeze zum Wallfahrtsort Kevela. Ungefähr 100 Kilometer verläuft die Niers durch die Region Niederrhein. Der Niers-Wanderweg führt fast immer entlang am Flussufer der Niers. Der Niers-Wanderweg beginnt in Kevela und verläuft bis zur niederländischen Grenze. Schloss Hertefeld ist in Privatbesitz und somit nicht öffentlich zugänglich. Im Schloss befindet sich heute ein Hotel. Führungen sind für Hotelgäste kostenpflichtig möglich und dauern circa eine Stunde. In Weeze gibt es einen Tierpark mit Waldlehrfahrt und Streichelzoo und dem unmittelbar daneben befindlichen Naturerlebnispfad. Das Gelände ist frei zugänglich. Der Eintritt ist kostenlos. Auch Hunde sind im Zoo erlaubt. Tierfutter kann an Automaten gekauft werden. Die Tierparkschule wurde im August 2019 fertiggestellt.
Der Bewegungsparcours liegt direkt an der Niers im Park am Fährsteg. Ganz in der Nähe befindet sich auch der Spielplatz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.